vielleicht ist es gerade aufgrund des heutigen Tages ganz interessant, über den Zusammenhang von Mathematik und Politik etwas zu sagen, über Mathematik und Zahlen und wie mächtig Zahlen sind. Zahlen sind nämlich wirklich unglaublich mächtig. Man möchte wissen, 51,9% gegen 48, irgendwas. Wahnsinnig interessant. Alle schauen auf Zahlen. Alle Menschen schauen auf Zahlen. Ich kann mich erinnern, bei einer Diskussion vor der Nationalratswahl in Österreich, das ist schon lange, lange her, ich glaube, es ist schon fast 20 Jahre her, da gab es 5 Parteien, die im Parlament vertreten waren, und es war damals die Elefantenrunde, das heißt also die letzte Diskussionsrunde, wo alle Vertreter der Parteien, alle Spitzenvertreter zusammenkommen und miteinander diskutieren. Und ich hatte damals am nächsten Tag eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrer, und habe mir vorgenommen, ich werde mal aufschreiben, welche Zahlen da genannt werden bei dieser Diskussion. Also die hat gedauert 1,5 Stunden, und die Jahreszahlen habe ich gar nicht aufgeschrieben, es waren viel zu viele Jahreszahlen, also die weggelassen, sind ungefähr 200 Zahlen in das Volk hineingetrommelt worden. Nun 200 Zahlen von allen Leuten, also wahnsinnig viele Zahlen. Also ich kann mich erinnern, die größte von diesen 200 war 1.800.000.000. Das war damals die Staatsverschuldung in Schilling noch. Ja, so. Kein Mensch kann sich 1.800.000.000 vorstellen. Auch der das gesagt hat, kann sich nicht vorstellen. Hat versucht, irgendwie zu erklären, das ist nicht gelungen. Die kleinste Zahl, kann mich erinnern, war von Van der Bellen damals, aber von den Grünen. Die kleinste Zahl war ein Achter, da habe ich über Wein gesprochen. Und, also, und dazwischen alles. Dazwischen alles. Wenn man so will, 1.800.000.000 war die kleinste Zahl, denn die war ja negativ, nicht? Also insofern muss man so betrachten. Wie dem auch sei. Also riesig. Und die Leute wurden natürlich verwirrt. Aber warum haben die Leute diese Zahlen trotzdem genannt, obwohl man weiß, man verwirrt das Publikum? Wissen Sie warum? Wenn man Zahlen sagt, glaubt man, man hat die Wahrheit. Ja? Zahlen sind einfach immer die gleichen. Und das ist sozusagen sicher. Und der beste Diskussionsteilnehmer, der hat mir gesagt, auch die Wahl damals gewonnen hatte, der war der Bundeskanzler damals, der hatte gesagt, ganz am Anfang, kann ich mich genau erinnern, also uns fehlen jetzt 50 Milliarden Schilling, das sind ungefähr so 3 Milliarden Euro oder sowas, damals hat es 50 Milliarden Schilling fehlen uns, und wir kriegen dann 15 Milliarden bringen wir aus dem Topf, 10 Milliarden bringen wir aus dem Topf, 25 Milliarden bringen wir aus dem dritten Topf, und dann haben wir es zusammen. Und danach hat er nie mehr wieder eine Zahl genannt. Der war wahnsinnig geschickt. Am Anfang hat er nur von Ihnen verlangt, eine simple Addition, das kriegt man hin, und dann nie mehr wieder. Ja? Also am Anfang hat er gezeigt, ich kann es, aber dann durch die Leute nicht mehr weiter verwirren. Also wenn Sie einmal in die Politik gehen wollen, merken Sie sich diesen Trick. Ja? Und der beste Trick, und ich bitte viele von Ihnen, dass in die Politik geht, da ist noch viel Luft nach oben. Also, der beste Trick, er hat dann gesagt, kann ich mich erinnern, bei einer Diskussion, unsere Zahlen liegen auf dem Tisch. Also wenn Sie das sagen, haben Sie gewonnen. Was soll Ihnen dagegen halten? Unsere Zahlen liegen auf dem Tisch, nennen Sie die Ihren, nicht? Also sozusagen. Und dabei wird man belogen. Ganz. Die sagen zum Beispiel Ihnen, wie groß das Durchschnittseinkommen ist, was weiß ich, in Österreich. Ich möchte gerne wissen, wie rechnet man das Durchschnittseinkommen in Österreich aus? Das können wir uns ja überlegen. Wie kriegt man das Durchschnittseinkommen in Österreich? Na, wie stellen wir das vor? Also ich stelle mir Folgendes vor, dass ich mir da auftrage, da sind alle Österreicher. Und da geht es los von arm zu reich. Ja? Schön von arm zu reich trage ich da die Österreicher auf. Und tragen wir da das Einkommen auf, das so die Leute verdienen können. Das Einkommen, sagen wir mal in 1.000 Euro. Einkommen in 1.000 Euro. Also da gibt es welche, die verdienen 0. Das sind die, die man so trifft, bitte einen Euro, die kennen Sie. Ja, also, dann gibt es die verdienen so 1.000 Euro, ne, das sind so ein bisschen schwach eher, ne, dann kommen dann so 2.000 Euro, das ist schon ein bisschen was Besseres, da kommen wir schon auf die Lehrer hin, nicht? Also 3.000 Euro sind so die,
So, ja. Startups, Leute, 4.000 Euro, ja, da kriegt man schon was raus. Und 5.000 Euro, und dann machen wir Schluss. Ja, das sind schon die Oligarchen. Ja. Und nun trage ich mal nach oben auf, wie viele Leute in meinem Österreich das verdienen. Also das ist die Population. Wie viele Leute verdienen das? Population. Was weiß ich, da habe ich 1, 2, 3, 4, sagen wir mal, in, keine Ahnung, 100.000. Ja. Ja. Also es sind 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 Leute in meinem Mickey Mouse Land. Und jetzt muss ich mir das natürlich beim Statistischen Zentralamt erkundigen, wie viele Leute verdienen denn nichts, wie viele Leute verdienen 50 Euro, also 500 Euro, wie viele verdienen 1.000 Euro, wie viele verdienen das und so weiter. Und muss ich mir sozusagen auftragen, dass die Säulen, Sie kennen das, solche Säulendiagramme, wie geht es da rauf und wie geht es da runter und sowas ähnliches. Ja? Ich erkunde mich aber nicht beim Statistischen Zentralamt, ich bin ein Mathematiker. Ich bin kein Mensch, der sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzt, verstehen Sie mich? Sondern ich möchte das Ganze nur vom Prinzip her verstehen. Ja? Das Wesentliche der Mathematik ist, die Mathematik macht sich das Leben leicht. Glauben Sie mir. Wir machen uns das Leben leicht. Die Welt ist kompliziert, wir machen es uns leicht. Ich sag mal, meine Verteilung vom Einkommen ist so, da geht es rauf. Ja, also es gibt kaum welche, die nichts verdienen, und dann geht es so rauf bis zu 2.000. Und dann geht es da wieder runter. Bei 5.000 mache ich Schluss. Also das ist meine Einkommensverteilung. Warum mache ich die so? Weil sie ganz primitiv ist. Denn ich möchte nur wissen, was das ist, der Durchschnitt. Was ist das Durchschnittseinkommen? Was ist das Durchschnittseinkommen, wenn die Einkommensverteilung so ausschaut? Dass ich sage, aha, ja, da, das sehe ich da, aha, 1.000 Euro verdienen eigentlich die meisten, nicht? So kann man sagen. Weil die meisten verdienen 1.000 Euro. Der sogenannte Hochpunkt, nicht? Das sagt man, beim Hochpunkt kann man die Tangente legen, also das ist da hier nicht der Fall, weil das ist ein bisschen ein Eckerl, aber das machen wir. Das ist jedenfalls der Hochpunkt. Ja? Also die meisten verdienen 1.000 Euro, also 1.000 Euro ist der Durchschnittsverdienst. Also der erste Durchschnittsverdienst, den ich sofort habe, ist 1.000 Euro. Ha! Durchschnitt, ich schreibe Durchschnitt, leere Menge, nicht? Durchschnitt. Durchschnitt ist 1.000 Euro. Ja. Kann einer kommen und sagen, das ist aber nicht ganz richtig. Weil eigentlich ist die Sache ja die, es verdienen ja viel mehr Leute mehr als 1.000 Euro und viel weniger Leute verdienen weniger als 1.000 Euro. Ich suche mir aus, hier, jenen Verdienst, wo links die eine Hälfte der Bevölkerung ist, und rechts die andere Hälfte der Bevölkerung. Also der Durchschnittsverdienst ist der, wo, sagen wir mal, diese strichierte Fläche so groß ist wie die Hälfte der Gesamtfläche. Ja? Weil die Fläche selbst ist ja, wie viele Leute in meinem Land leben. Die Fläche ist, wie viele Leute in meinem Land leben. Nebenbei gesagt, diese Fläche kann man sich ja fast ausrechnen, wenn ich das so richtig sehe. Weil ich es mir leicht gemacht habe, nicht? Das Statistische Zentralamt, das ist wieder kompliziert, da müssen die ganzen Säulen addieren. Das lernen Sie auch, das nennt man Riemann-Summen, aber vergessen Sie das. Aber, danke vielmals. Aber da, die Fläche kann ich mir locker ausrechnen. Da sage ich mal, ich möchte mal ausrechnen, ja, alle die da drinnen sind, nur das ist ein Dreieck, nicht? Grundlinie ist 5, sehen Sie das? Grundlinie ist 5, Höhe ist so viel ich sehe 4. Also 5 mal 4 ergibt, wenn ich nicht irre. Das will ich bei euch wissen. Davon muss ich nur die Hälfte nehmen. Ich gebe nämlich die Fläche von dem Rechteck. Und das Dreieck ist die Hälfte davon. Ja? Also ist 5 mal 2. Also 10. 10 ist die Gesamtfläche. 10. 10 ist die Gesamtfläche von dem Dreieck. Sie werden sagen, 10 ist ja Blödsinn. Naja, in Wirklichkeit ist es ja 1 Million, nicht? Weil ich da ja in 100.000 gezählt habe. Also,
Ich meine, im Mickey-Maus-Land lebt also 1 Million Menschen. Also 10. 10 ist die Fläche von dem Dreieck. Und ich will haben, dass diese rote Fläche, dass die rote Fläche die Hälfte ist. Also die Hälfte von 10, die Hälfte von 10 soll sein die rote Fläche. Jetzt verdammt doch einmal, wie groß ist die rote Fläche. Weil ich weiß ja nicht, wo dieser Strich ist. Wenn ich etwas in der Mathematik nicht weiß, nenne ich es x, bekanntlich. Ja? Das ist das Unbekannte. Xenos. Xenos, haben Sie vielleicht gehört, im Griechischen. Xenos, Xenophobie ist die Angst vor dem Fremden. Ja? X, x, kenne ich nicht. Ich kenne es nicht, daher x. Also wo ist dieses verdammte x? Na, ich kann sagen, eins weiß ich. Die Fläche kann ich mir ausrechnen, wenn ich das x kennte. Nicht? Mathematiker sind ja, die leben ja immer in der Möglichkeitsform. Also, ja, Sie müssen sich immer hinstellen, als Mathematiker, wenn Sie ein Problem haben, was ist, wenn ich die Lösung kennen würde? Was wäre dann? Nicht? Dann tut man so weiter, wie wenn man die Lösung kennen würde, dann kommt man auf was drauf, was man sowieso kennt, sagt man sich, dann weiß ich auch, was die Lösung ist. Nicht? Das ist so, so geht man vor. Also schauen Sie, das Ganze ist 5 lang. Da ist es x lang, offensichtlich, weil das habe ich so genannt. Also 5 weniger x ist diese Strecke da unten. 5 weniger x. Ja, 5 weniger x. 5 weniger x ist diese Strecke hier. Jetzt, wie weit geht das Zeug da hinauf? Das weiß ich auch nicht. Blöd. Ich weiß eines. Bei 1 geht es 4 hinauf. Und das Gefühl sagt mir, bei 2 wird es wohl 3 hinaufgehen, dann geht es bei 3 2 hinauf, bei 4 geht es 1 hinauf, bei 5. Stimmt. Ne? Also die Idee ist, bei 0 geht es 5 hinauf. Wenn es bei 0 5 hinauf geht, geht es bei 1 5 weniger 1 hinauf, das ist 4. Geht es bei 2 5 weniger 2 hinauf, das ist 3. Geht es bei 3 5 weniger 3 hinauf, das ist 2. Geht es bei 4 5 weniger 4 hinauf, das ist 1. Geht es bei 5 5 weniger 5 hinauf, das ist 0. Es geht immer 5 weniger dem hinauf, was ich da habe. Ja? Also bei x geht es hinauf 5 weniger x. 5 weniger x geht es hinauf. 5 weniger x. Die Grundlinie. 5 weniger x ist die Höhe. 5 weniger x, wenn wir es quadrieren, haben wir die Fläche von dem Quadrat, darum heißt es ja Quadrat, ja, und davon die Hälfte, das ist das Dreieck, das ist die Gleichung, ganz primitiv. Also ich sehe, 5 weniger x zum Quadrat, das muss 10 sein. Nicht? Die Dummen rechnen aus, das ist x² weniger 10x plus 25, kriegen dann eine quadratische Gleichung und die quadratische Gleichung lösen, kann man machen, ist ein Blödsinn. Warum? Weil es sieht doch eh, nein, geht schon, ich meine, will jemand was dagegen sagen, ist ja nur Zeitverschwendung. Weil schauen, ich frage nur, welche Zahl zum Quadrat ist 10? Ja? Sie selbst wissen genau, was Sie machen, das ist tup, 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 schon hinein, aber ich habe sowas nicht. So, ich sag mal, 3 zum Quadrat ist 9, 3 ist ein bisschen zu wenig, 4 zum Quadrat ist 16, viel zu viel, 3,1, probieren wir 3,1. Seinerzeit, zu meiner Zeit, wie ich noch in die Schule gegangen bin, hat man gewusst, wie man 3,1 quadriert, nämlich im Kopf sogar. Hinten kommt ein 1er, dann einmal 3 mal 2, das ist ein 6er, und dann kommt 9,61, also 3,1 zum Quadrat ist 9,61, 3,1 ist ein bisschen drunter, 3,2 zum Quadrat, 2 Quadrat ist 4, 4, dann 2 mal 3 mal 2 ist 12, 2er, und da bleibt 1 Rest, und 10,24, zu viel, also zwischen 3,1 und 3,2, also ungefähr ist es 3,16, sagen wir, zum Quadrat. Also wenn Sie 3,16 quadrieren, kriegen Sie ungefähr 10 aus. Genau 10 können Sie nicht bekommen. Warum können Sie nicht genau 10 bekommen? Weil da, wenn man da hinten quadriert, bleibt ja auf jeden Fall da eine Stelle hinten hängen. Ja? Ist ja kein 0, nicht? 6 Quadrat ist 36, da muss hinten ein 6er stehen. Ja? Sie sehen, es wird niemals eine Dezimalzahl zum Quadrat 10 ergeben. Nie, nie, nie. Das ist ein Beweis dafür, dass 10 irrational ist. Aber ist ja wurscht. Aber, das muss man sehen.
Also sehen wir, 5 weniger x zum Quadrat ist 3,5 weniger x wird also 3,16 sein. Ne? Also, was ergibt von 5 3,16 abgezogen? Was ergibt von 5 3,16 abgezogen? Das ist 4. Da kommt der 8er und da kommt der 1er. 1,84, nicht? 1,84 plus 3,16 ist 5. Stimmt das? Sehen Sie? Und jetzt wissen wir, was der Durchschnittsverdienst ist. Der Durchschnittsverdienst ist jetzt 1840 Euro. Ungefähr. Also Sie können es natürlich genauer ausrechnen, können es 1837,74 Euro oder was weiß ich was, ist ja wurscht. Aber so ungefähr 1840 Euro. Das ist ein anderer Durchschnittsverdienst. Kein blöder. Aber vielleicht noch immer nicht der richtige. Wissen Sie warum? Weil da könnte einer kommen und sagen, nein, das muss man ganz anders rechnen. Der Durchschnittsverdienst, den muss man so ausrechnen. Ich nehme das ganze Geld, das alle Österreicher verdienen, auf einen riesigen Haufen und dann gebe ich jedem Österreicher das Gleiche. Das ist das, was er Durchschnitt verdient. Das ist das arithmetische Mittel. Ja? Also ich nehme das ganze Geld, das ich habe, in Österreich lege ich auf einen Haufen und gebe dann jedem das Gleiche. Die Frage ist, wie kann ich das in diesem Dreieck darstellen? Wissen Sie, das kann man auch. Kann ich Ihnen sogar zeigen, wie das geht. Da müssen Sie von dieser Seite, von dieser Kante hier, die Hälfte nehmen, das ist dabei 2, und Sie verbinden diese Hälfte mit dem 5er, da haben Sie die sogenannte Schwerlinie von dem Dreieck, und da von dieser Kante nehmen Sie auch die Hälfte, das ist auch bei 2, und ziehen da hinüber zum Nuller und bekommen da den Durchschnittsverdienst. Und der Durchschnittsverdienst ist dann 2000 Euro. Ja, der Schwerpunkt von dem Dreieck. Das ist die X-Koordinate vom Schwerpunkt. So, und die Frage ist jetzt, was ist jetzt der echte Durchschnittsverdienst? Jeder hat seine Bedeutung. Ich kann sagen, ja, der ist gut, weil die meisten verdienen 1000 Euro. Der andere sagt, na, der ist gut, denn wenn alle das Gleiche verdienten, würde jeder 2000 Euro bekommen. Sagt der Dritte, na, der ist gut, weil die eine Hälfte verdient weniger, die andere Hälfte verdient mehr. Also, bei der politischen Diskussion, 2000 Euro ist der Durchschnittsverdienst von der Regierung, 1000 Euro ist der Durchschnittsverdienst von der Opposition. Und so geht das Geschäft, glauben Sie mir. Und dann tun Sie dann herumkramen, ich habe dir die Zahlen, ich kann es Ihnen beweisen, ich kann Ihnen alle diese Zahlen schicken und sowas ähnliches. Alles nur mache. Ja? Alles nur mache. Wir liefern viele Möglichkeiten und die Politiker picken sich die heraus, die sie haben wollen. Glauben Sie mir. Die sagen aber nicht sozusagen, in welchem Kontext, also in welchem Zusammenhang das Durchschnittsverdienst sein soll. Nebenbei gesagt, man kann ganz gut erkennen, also mit derselben Methode, kann man ganz gut beschreiben, was der Unterschied ist, damit Sie sehen, die Politik mit Zahlen zu tun hat, mit Statistik auch zu tun hat, was der Unterschied ist zwischen Arm und Reich. Der Unterschied zwischen Arm und Reich. Also wir machen es wieder wie am Anfang. Wir haben hier, das sind die ganz, ganz Armen, die verdienen gar nichts. Und da hier sind die ganz, ganz Reichen. Ja. Und ich stelle mir vor, da liste ich auf die Leute von arm bis reich. Ja, da sind sie. Die Allerärmsten und die weniger Armen und die schon ein bisschen was verdienen, Mindestbezug und sowas ähnliches und dann Billerkassier und so geht das so weiter und dann, na ja, man muss ja die Wahrheit sagen, nicht? Und da kommt, danke, Lehrer, und dann geht es so weiter, und dann Teppichhändler, und dann geht es so weiter, und Ärzte, und das ist ja so, Sie wissen, ja. Und dann habe ich hier 100% der Bevölkerung, also das sind 100% von allen Leuten. So, und jetzt stelle ich mir vor, nach oben trage ich das auf, das sogenannte akkumulierte Einkommen.
Sie kennen vielleicht den Begriff der Kumuluswolke. Also wenn sich alles zusammen sammelt, es wird morgen Nachmittag ja die Kumuluswolken kommen, ja, der ganze Wasserdampf kommt zusammen, die Wassertröpfchen, Wasserdampf sieht man ja nicht, das ist unsichtbar, aber die Wassertröpfchen sieht man. Das ist, also was zusammenkommt, akkumuliert. Ja. Cum auf Lateinisch heißt zusammen. Ja. Kommunion, ja, wir kommen zusammen. Also, und das gesamte Einkommen, das verdient wird. Das ganze Einkommen, das verdient wird. Das heißt, ich stelle mir Folgendes vor. Sie tun mir leid, aber Sie sind jetzt ganz arme, Sie sind leid und so weiter. Also, und ich fange da an, und da drüben natürlich ist mir jetzt, sind die ganz reichen. Und wir gehen es jetzt an. Ich komme mit einem Leiterwagen und Sie geben mir das, was Sie verdienen, auf das Leiterwagen drauf. Und ich fahre mit dem Leiterwagen und jeder gibt das, was er verdient, in Euro-Münzen, auf das Leiterwagen drauf, sodass eine Säule entsteht. Und ich fahre 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 mit dem Leiterwagen, bis ich zu Ihnen ankomme, wo Sie Ihre Riesensäule noch drauflegen. Klar? Und dann habe ich her das gesamte Einkommen, das im ganzen Staat verdient wird, was 100% im Staat verdient wird. Ja, also wenn Sie so wollen, sehen Sie hier ein Quadrat. Und in diesem Quadrat bewegt sich jetzt eine Kurve hinauf, wie die Säule wächst. Ist das klar? Meine Herrschaften, wir machen jetzt Kurvendiskussion. Wir machen jetzt eine Kurvendiskussion. Und zwar, wie Sie richtig gehört, der Kurvendiskussion. Nämlich. Erstens, wir wissen bei der Kurve zwei Punkte. Wir fangen nämlich da unten an. Warum fange ich da unten an? Weil ich bei der Säule, ja, also weil da nichts drauf ist auf dem Wagen. Ich fange da unten an und ich weiß, ich höre da oben auf. Also zwei Punkte der Kurve kenne ich. Diese beiden Punkte, 0, 0 und 1, 1. Also die Punkte 0, 0 liegen auf der Kurve, die 0, 0, 0, 1, 1 liegen auf der Kurve. Was weiß ich von der Kurve noch? Die Kurve muss was sein? Sie muss ansteigend sein. Warum muss die ansteigend sein? Weil keiner so frech ist, wenn ihm ein Leiterwagen vorbeikommt, dass er was wegnimmt. Ja? Sondern sie gehen wir immer drauf. Klar? Also die Kurve wächst. Wie man sagt, die Kurve muss monoton wachsen. Die muss monoton wachsen von Punkt 0,0 bis zum Punkt 1,1. Was weiß ich aber von der Kurve noch? Weil ich da von arm bis reich alle Leute angeordnet habe. Ich weiß, die Kurve wächst nicht monoton, zum Beispiel so. Warum nicht so? Weil ja hinten mehr draufgelegt wird als vorne. Klar? Die Kurve wächst monoton und sie wächst so, dass sie nach oben hin gekrümmt ist. Die muss also ungefähr so ausschauen. Und das reicht für Kurvendiskussion. Ja? Die kann natürlich verschiedenartig ausschauen. Aber das ist einmal nicht so schlecht. So schaut die aus. Schauen Sie, eins ist sicher, die Kurve muss liegen unterhalb von dieser Diagonale. Wenn das eine Diagonale ist. Also das ist eine Diagonale. Das ist gerade, ja, per Definition. Mathematiker sagen einfach, das ist gerade, dann ist es gerade. Ja? Also das ist eine Diagonale und unterhalb von der Diagonale muss die Kurve liegen. Und jetzt hat ein gewisser Herr Gini, ein italienischer Statistiker, gesagt, ich vergleiche die Fläche zwischen Diagonale und Kurve, diese Fläche, die da entsteht, diese rote Fläche, vergleiche ich zur Gesamtfläche des Dreiecks. Also, welchen Anteil hat diese rote Fläche zur Fläche des Dreiecks? Ja? Wenn dieser Anteil groß ist, das nennt man den Gini-Koeffizienten, wenn dieser Gini-Koeffizient groß ist, das heißt nahe bei 1 ist, ist der Unterschied zwischen arm und reich groß. Wenn dieser Unterschied klein ist, also wenn die Kurve sich sehr nahe an die Diagonale anschmiegt, dann ist der Unterschied zwischen arm und reich klein. Also dieser Gini-Koeffizient, mach mal wieder eine Begegnung, so bei gewissen Leuten, die das in der Journalistik verwenden, keine Ahnung haben, was das ist. Jetzt wissen Sie es, Gini-Koeffizient gibt an den Unterschied zwischen arm und reich. Ich will einen Extremfall bringen. Der Extremfall schaut so aus, keiner verdient was in dem Land, niemand verdient was, ich gehe mit dem Leiterwagen, niemand gibt was drauf. Und zum Schluss, boom, da geht es dann plötzlich, zack, in die Höhe. Ja.
Also da sehen Sie, da haben Sie, das ist schon eine ziemlich arge Angelegenheit. Also praktisch ist es 100%. Ja. Also Gini-Koeffizient so bei 95%, sagen wir. Den gibt man Prozent an den Gini-Koeffizienten. 95% Gini-Koeffizient, solche Länder gibt es. Die finden Sie im südlichen Afrika. Ich meine, es ist eine tragische Geschichte. Es gab einmal ein Land im südlichen Afrika, das hat Rhodesien geheißen. Rhodesien war nördlich von Südafrika, wurde besiedelt zunächst einmal von Weißen. Man hat erklärt, diese Weißen, die dort besiedelt, haben, die unterdrücken die Schwarzen, also sind sie irgendwann einmal weg. Und die Schwarzen wurden befreit und haben sich gewählt, einen ihrer Leute als Führer, der ist heute noch dort, ein gewisser Herr Mugabe, Robert Mugabe. Robert Mugabe, seit Jahrzehnten regiert das Land. Wissen Sie, wie er es regiert? Keiner kriegt was. Ich und meine Leute kriegen alles. Klar? Also das ist Mugabe-Land. Irre. Gibt es auch in Kuba zu haben. Ja. Keiner kriegt was. Nur die, die bei mir sind, im Clan sind, die bekommen alles. Ja. Der gegenteilige Effekt ist, das war die Idee, der klassenlosen Gesellschaft. Diese Idee ist erfunden worden, so um 1850 herum, von Marx und Engels, auch schon in Vorarbeiten. Da gab es Proudhon, der gesagt hat, Eigentum ist Diebstahl und solche Leute. Ja. Also, es muss jeder das Gleiche verdienen. Jeder muss das Gleiche verdienen. Nur so ist es gerecht. Also wir machen es so, die Hirnchirurgin bekommt das Gleiche wie der Traktorist. Ja. Und dieses Experiment wurde tatsächlich auch durchgeführt. 1917, also vor knapp 100 Jahren, hat es eine Revolution gegeben im damaligen zaristischen Russland. Im damaligen zaristischen Russland war es eher so. Ja. Adel hat alles gehabt, ja, die anderen haben nichts gehabt. Und dann hat man also eingeführt den Kommunismus, wo man wirklich haben wollte, dass jede und jeder das Gleiche verdient. Gemerkt, das klappt nicht so richtig, so ein paar Bauern haben sich für ihre eigenen Eckchen angebaut und doch hat sich der Zusatzverdienst genommen und sowas. Bauern sind immer sehr auf Eigentum aus. Ja. Bei den Bauern, der Bauernstaat hat die Mathematik begründet, ich will nicht mehr glauben. Die Bauern haben angefangen zu zählen, zu messen, wie groß ist mein Acker, wie groß ist mein Acker. Das ist für den Bauern wahnsinnig wichtig. Und zwar nicht so wie in der Volksschule. Kennen Sie diese Volksschulbeispiele? Ein Bauer umzäunt seinen Acker. Das sind diese blöden Beispiele. Kein Bauer umzäunt seinen Acker. Das ist so ein Deppert. Der will die Fläche vom Acker wissen. Der will doch nicht den Umfang wissen. Ja? Was bringt ihm der Umfang? Die Fläche will er haben. Ich bin jetzt hier gefahren nach Ips, ich habe keinen Zaun gefunden um meinen Acker herum. Wissen Sie, was die Bauern haben statt des Zaunes? Eine Rechtsschutzversicherung. Wenn da irgendeiner kommt und nimmt ihn von seinem Acker nur einen Grashalm weg, ist er schon wieder, ist er schon beim Gericht. Na klar, weil man holt sich wen? Den Geometer, den Mathematiker, der misst es aus. Bauern haben die Mathematik erfunden. Die haben die Tiere gezählt. Die haben das wirklich, in Babylon haben die das so gemacht, also vor 5000 Jahren, die haben das so gemacht, die haben gesagt dem Knecht, geh mit meinen Viechern und verkauf das in Babylon, das ganze Viechzeug. Ja, also ich gebe dir Kühe und Schafe. Und jetzt fängt der Bauer sofort an, misstrauisch zu werden, typisch, und sagt sie, woher weiß ich, ob der Knecht nicht ein paar Viecher zur eigenen Kasse verkauft hat. Da hat er genommen, Kugeln in einen Topf hineingelegt. Für jede Kuh, Kuh, Kugel, Kuh, Kugel, Kuh, Kugel, Kuh, Kugel. Schaf kriegt ein Scheibchen, Scheibchen, Schaf, Scheibchen, Schaf. Ja? So haben sie angefangen zu zählen. Das war der Beginn des Zählens. Dann haben sie den Topf zugemacht, mit Lehm verstrichen, gebrannt, damit man nicht mehr aufmachen kann. Und der Knecht ist mit Topf und den Tieren gegangen bis zum Händler. Der Händler hat gewusst, der kommt mit dem Topf. Der Händler hat den Topf genommen, fallen lassen, der Topf ist zersprungen und dann wurde abgezählt. Kuh, Kugel, Kuh, Kugel. Scheibchen, Schaf. Schaf, Scheibchen, Schaf, Schaf, Scheibchen. Ja. Und es hat nicht gestimmt. Obwohl natürlich, wenn der Weg lang war und der Knecht war brav und hat die Tiere brav gefüttert und die Tiere waren wirklich glücklich,
könnte es sein, dass ein Schäfchen oder ein Kälbchen zu viel dabei war. Nicht? Das bringt die Biologie mit sich. Ja? Bei der Mathematik bleibt immer alles das Gleiche. Ja? Darum ist die Mathematik eine sichere Antwort. Biologie ist unsicher, glauben Sie mir. Da ändert sich dauernd alles. Also wenn Sie Nachhaltigkeit suchen, nicht die Biologen fragen, uns, wir die Mathematiker, wir liefern Nachhaltigkeit. Ja? Also, wie gesagt, also in der Sowjetunion, das hat sich nicht so richtig eingeführt und man hat also gesagt, damit das wirklich gemacht wird, müssen wir eigene Beamte schaffen, die dafür sorgen, dass wirklich jeder das Gleiche verdient. Da wurde eine Bürokratie eingeführt. Wissen Sie, was diese Bürokraten gesagt haben? Wir haben ein sehr schweres Amt. Ein wirklich sehr schweres Amt. Weil wir müssen da bei der Bevölkerung durchführen, dass alle das Gleiche verdienen. Aber wenn wir dieses schwere Amt ausführen, kriegen wir schon ein bisschen mehr. Und sofort ist das Marx-Engels-Land übergeführt worden ins Mugabe-Land. Das geht blitzartig. Es ist sinnlos, den Unterschied zwischen Arm und Reich künstlich auf Null bringen zu wollen. Sinnlos. Und es ist brandgefährlich, im Mugabe-Land zu leben. Wenn man arm ist, ist man überhaupt arm, dann ist es natürlich nicht schön. Und wenn man reich ist, muss man um seine Villa herum Stacheldrahtzaun machen, weil da kommen die Armen und nehmen einem alles weg. Ja? Das Sinnvollste ist so etwas, was ich hier in Blau gezeichnet habe. Das entsteht von selber. Das entsteht von selber. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Sie können sagen, heute bin ich da, aber morgen will ich dort sein. Und dann hat man mehr davon. Wenn Sie in der Sowjetunion leben, dass Sie sagen, ich bin da und ich bin dort, kann Ihnen wurscht sein. Dann strengen Sie sich auch nicht an, dass Sie sagen, ich gehe von da nach da, weil es gibt kein Arm und kein Reich. Verstehen Sie mich? Ist egal. Ich habe immer die gleiche Säule, die ich hinlege. Ob ich da oder da stehe, ist mir völlig wurscht. Im Mugabe-Land ist es auch ziemlich sinnlos. Denn ob ich da oder da stehe, kriegt bei beiden nichts. Ja? So ist es gut. Ja. Wissen Sie, wer bewirkt, dass man von links nach rechts kommen kann? Jetzt wird es ganz ernst. Die Lehrer, wer hat das gesagt? Ja? Lehrerin? Ja, naja, ja, naja. Aber es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Das sind die, die nebenbei gesagt gar nicht so weit rechts sind, die sorgen dafür, dass sie die Gelegenheit haben, von links nach rechts zu gehen. Niemand anderer macht das jetzt. Es gibt keinen Adel mehr, es gibt keinen Vorteil der Geburt mehr, Gott sei Dank. Es gibt nur mehr die Chance, dass sie sagen, ich habe in der Schule so viel gelernt, ich kann, ich werde mich von da nach dahin bewegen. Wirklich wichtig. Obwohl, selbst wenn man sich auf Reichen bewegt, es kann sein, dass einem der Staat irgendwelche Hölzer vor die Beine legt. Das ist mein nächstes Beispiel, vielleicht sogar mein letztes, aber das ist das Tragischste. Wiederum, Sie Mathematiker machen sich alles recht, ja? Aber Sie werden sehen, das Wesentliche kommt heraus. Wiederum zeichnen wir auf die Bevölkerung, aber diesmal machen wir nicht von arm zu reich, sondern von jung zu alt. Ja? Also da haben wir 0, da haben wir 20 Jahre, da haben wir 40 Jahre, da haben wir 60 Jahre, da haben wir 80 Jahre, da haben wir 100 Jahre. Ja? Und ich stelle mir vor, also die lassen wir mal weg, ich stelle mir vor, da sind die Leute in meinem Staat aufgereiht von jung zu alt. Einverstanden? Und ich frage mich halt, wie viele gibt es, die Population? Ja, was weiß ich, 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, also in 1.000. Ja? Und die Frage, wie viele Leute haben halt ein gewisses Alter?
normalerweise sieht man diese Kurve ein bisschen immer anders. Also normalerweise werden die Kurven so gemacht, dass man hat hier geht es die Population, ja? Das sind zum Beispiel, sagen wir, die Frauen, da sind die Männer und da ist das Alter. Also da ist das Alter. Also normalerweise sieht man das immer so, so eine Pyramide. Ja? Ja? Das nennt man dann die Bevölkerungspyramide. Aber bei mir, erstens einmal unterscheide ich nicht zwischen Frauen und Männern, gendergerecht. Was macht Conchita? Also gut, okay, also das sind, und zweitens einmal, es ist mir bequemer, ich zeichne das Alter nach rechts und die Population nach oben, mathematisch besser. Ja? Denn da kann ich mir diese Kurve sozusagen, und dann ist immer ein bisschen weniger, so vorstellen. Ja? Noch einmal. Also damit wir sehen, was wir meinen. Also. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Population, das ist das Alter. Und da haben wir 20, 40, 60, 80, 100. So, und jetzt natürlich muss ich mir da irgendwie, wie vorne die Kurve ein, ich mache mal nicht an und ich mache mir das Leben wieder was? Leicht. Mathematik, erster Punkt, ich muss mir das Leben leicht machen, sonst ist das zu schwer. Ja. Ich stelle mir vor, in meinem Mickey-Maus-Land gibt es 50.000 Nulljährige, 50.000 Einjährige, 50.000 Zweijährige, 50.000 weiter, bis 50.000 50-Jährige, also Population in 1000. Ja? Immer 50.000, klar? Bis zum 50. Lebensjahr. Und bei 50 fängt dann das Sterben an. Und dann geht's los. Zuerst die Raucher und dann die Nichtraucher. Und bei 100 ist Schluss. Klar? Die primitivste Bevölkerungsverteilung, die man vorstellen kann. Und jetzt frage ich mich, wenn die Bevölkerungsverteilung so ausschaut, wie werden dann die Pensionen bezahlt? Ja, da muss man sich ein bisschen was einmal überlegen. Zunächst einmal, wie viele Leute leben denn in meinem Mickey-Maus-Land? Also das sind, wie viele Leute leben da? Schauen Sie, die Idee ist die folgende. Wenn ich da zum Beispiel da hier das Ding hier die X-Achse nenne und das Ding hier die Y-Achse nenne, dann sehe ich, wie hoch das Y raufgeht bei dem X, ja? Also wenn hier das X ist, ja, wenn hier das X ist, ja, sehe ich, dass das Y so weit hinaufgeht. Einverstanden? Dann sehe ich da das Y. Ja. Und, also sagen wir mal, keine Ahnung, bei 66 Jahren, da fängt das Leben an, da habe ich dann dieses Y. Ja. Und die fragen mich, wie dick diese Säule ist, ja? Die Säulendicke, die benenne ich dx, weil das ist die Dicke von dem x, ja? Ja, die Dicke der Säule. Und Sie sehen, y mal dem dx, das ist der Flächeninhalt von dieser Säule. Einverstanden? Wenn die Säule halbwegs klein ist, weil dann braucht es nichts, dann, das oben ist ja schräg, nicht? Das ist ja kein richtiges Rechteck. Ich nehme ja ein Rechteck, nicht? Also dx ist die Breite, y ist die Höhe, y mal dx ist die Fläche von der Säule. Mit oben schräg, mit oben gerade. Wirklich ist es schräg, aber jetzt vergessen wir es. Wenn das dx dünn ist, spielt das keine Rolle. Und wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie viele Leute insgesamt im ganzen Mickey-Maus-Land leben, dann muss ich mir nehmen, das y mal dx, alle diese Säulen und diese Säulen summieren. Summe, schreibt man ein großes S dafür. S steht für Summe. Irgendwelche Leute nennen das Integral, aber das heißt in Wirklichkeit, leider ist das doch Summe benannt. Ja, das ist ein großes S. Ja? Und wir wissen vom ganzen Land, also von 0 bis 100. Von 0 bis 100, so reichen wir das an. Ja?
Und dann weiß ich, wie viele Leute die mitgemacht haben. Und zwar, wie viele sind das? Das ist ja ganz einfach auszurechnen. Schauen Sie, das ist ganz primitiv. Da habe ich einmal die ersten 50 Jahre, das ist 50 mal 50, einverstanden? 50 mal 50, das sind 2500, ja? Und dann hier habe ich wieder 50 und wieder 50, aber nur mehr die Hälfte davon, weil da haben wir ja nur mehr das Dreieck, ja? Das ist die Hälfte von 2500, das ist 1750, das ist 1250, ist das richtig? Einmal 1250 und 2500 zu addieren, das sind dann, glaube ich, 3750, ist das richtig? Also, bei 1000 Einwohnern sind es eigentlich 3,75 Millionen. Das ist also halb Österreich, aber gar nicht so blöd. Gell? Also, wir wissen, wie viele Leute in Mickey Maus Land leben. Sie können schon integrieren, wie Sie sehen. Super. Nebenbei bemerkt, wir erkennen Folgendes. Ah, das sind Sie. Ja, das sind die Jungen. Bis 20, nehme ich an, wird nichts verdient. Dann macht man derzeit also noch auf Schule. Ja? Schule kommt ja aus dem Griechischen, heißt Schole. Schole heißt nicht arbeiten. Ja? Also Schule heißt nicht arbeiten. Griechischer Grundsatz. Ja? Also, wie viele junge Leute gibt es im Mickey Maus Land, die nichts verdienen? Ist ganz primitiv. Wir gehen jetzt an bei 0 beim Addieren und hören auf bei 20. Bei 20 fängt das Leben an. Ich sag's Ihnen, es fängt wirklich an. Ich schwöre es. Sie werden merken, Sie gehen raus aus dem Kugeln. Sie machen natürlich einen riesen Haufen mit allen Mathematikbüchern und dem anderen Rest. Zünden das an, laufen herum, ich habe sie besiegt und so weiter. Ist alles okay. Aber ein paar Wochen später wachen Sie auf und sagen sich, was mache ich jetzt? Das ist komisch. Plötzlich muss man Geld verdienen. Ja. Also, es geht erst bei 20 geht es bei mir los. Y mal dx ist ganz einfach auszurechnen. Das ist 20 mal 50. 20 mal 50, 1000. Ne? Stimmt das ungefähr? Ja. Also, wir haben 1 Million Jugendliche. 3,75 Millionen überhaupt die Leute da sind. Einverstanden? Das heißt, der Rest der Bevölkerung, die 2,75 Millionen, das sind die, die arbeiten, bis auf die was? Die blau machen, ne? Die Friedhofsblonden. Das sind die. Ja? Das sind die Pensionisten. Ja? Sagen wir, wir fangen mit 70 an bei der Pension. Sagen wir, wir fangen mit 70 bei der Pension an. Fragen wir uns, wie viele Pensis gibt es denn da? Also, wir gehen es an von 70 bis 100, y mal dx. Gut. Wir müssen also nichts anderes machen, als die Fläche von dem Rechteck berechnen, von dem Dreieck berechnen. Die Grundlinie ist klar, nicht? Das ist also bei 70, 70 bis 100, das sind 30 Stück. 30, ja? 30. Jetzt fragt sich noch, wie weit es rauf geht. Können wir wieder überlegen wie vorher. Das ist fast Pisa-mäßig, nicht? Also bei 50 geht es 50 raus, bei 60 geht es 40 raus, bei 70 geht es 30 raus, nicht? 80, 20, 90, 10, 100 nix. Super, stimmt. Also bei 70 geht es 30 rauf, 30 rechts. 30 mal 30 ist 900 und davon die Hälfte ist 450. 450.000 Pensionisten haben wir. Die müssen wir abziehen von den 2.750. 2.750 weniger 450. Also wir haben 450 Pensionisten und da haben wir 2.300. Stimmt das? 2.300, die brav arbeiten. Die müssen die Pensionisten erhalten. Und wenn Sie das ungefähr abschätzen, das ist für mich ja locker, das ist an sich 5.25 ist ein Fünftel, nicht? Findest du das? Bitte nie rechnen, so mit der Duftmaschine. Immer Kopf. Ungefähr, geht. Ja? Also,
5 Arbeitnehmer kommt ein Pensionist. Das heißt, wenn Sie dann Geld verdienen, wenn Sie merken, 20% sind plötzlich ganz weg, weg. Sie fragen sich, wo sind die 20% geblieben? Pension, Pension. Das zahlen Sie für die Allgemeinheit, für mich. Ich stelle mir vor, im Mickey-Maus-Land kommt die Donald-Duck-Regierung und die Donald-Duck-Regierung sagt, wir geben euch das Schlaraffenland, wir fangen schon an mit 60 in Pension zu gehen. Wir gehen schon mit 60 in Pension. Na super, dann schauen Sie sich an, da haben wir schon so viele Pensionisten. Wie viele haben wir denn da? Also wir haben von 60 bis 100 y mal dx. Wir wissen ja, bei 50 geht es 50 rauf, bei 60 geht es 40 rauf. 40 geht es rauf. 40 geht es rauf, 40 nach rechts, 1600, davon die Hälfte sind 8. 800. 800. Also wir haben jetzt seit 450 800.000 Pensionisten. Ah, fast das Doppelte sind das. Fast das Doppelte. Dabei müssen wir jetzt von den 2.300 noch 350 abziehen, denn die sind ja jetzt in die Pension gegangen. Bleiben 1.950 übrig, die arbeiten. Und Sie sehen, auf 2,5 Arbeitnehmer kommt schon Pensionist, mindestens. Das ist blöd. So. Jetzt können Sie sagen, wissen Sie, Herr Taschner, Sie sind ja Mathematiker, Sie kennen ja nichts von der Welt. Sie haben natürlich recht. Ich habe keine Ahnung von der Welt. Und Sie können sagen, das ist ein Mickey-Maus-Land und das stimmt in der Welt nicht. Da haben Sie recht. Das stimmt in der Welt nicht. Wissen Sie, wie es in der Welt ist? Hier in Österreich? Schlimmer. Immer die gute Nachricht. Man muss ja mit der guten Nachricht immer beginnen. Wie Sie sehen, also bei der Matura durchgefallen, aber es gibt eine gute Nachricht, wir haben ein schönes Mittagessen. Also, also die gute Nachricht. Mit 100 ist noch lange nicht Schluss. Super. Also Sie, die Sie hier sitzen, werden die Hälfte locker 100. Ja, Sie können damit rechnen. Lebenserwartung steigt. Wenn alles so weitergeht, wie es geht, Sie werden 100. 120. Also, dass jetzt in der Nönn steht, der Bürgermeister von Ips ist zu einer 100-Jährigen mit einem Blumenstrauß gegangen, ist keine Meldung mehr wert. Die muss mindestens 105 sein. Vorher ist es sinnlos. Kommt kein Journalist. Ja. Gibt so viele. Das heißt, die Kurve statt das ist die schlechte Nachricht, die Kurve hört noch ein bisschen blöder aus. Ne? Die weitere blödere Nachricht, wissen Sie, wann in Österreich die Leute im Durchschnitt in Pension gehen? Noch ja. Unter 60. Ja. Jetzt hat die Stadt Wien wieder eine tolle Leistung vollbracht. Die sind, glaube ich, mit 55 im Bulk in beste Pensionszahlungen hineingerutscht. Ja. Mit 55. Wenn die 120 wären, haben Sie noch das halbe Leben von Sie. Das ist mehr als das halbe Leben. Wahnsinn. Das ist ein Problem. Jedes Problem hat Lösungen. Nicht? In der Politik, in der Mathematik nicht. In der Mathematik, das müssen Sie wissen, in der Mathematik gibt es Probleme, wir kennen die Lösung nicht. Es gibt Probleme sogar, von denen wir wissen, dass wir die Lösung nicht kennen. Wir Mathematiker sind ehrlich. Die Politiker sagen Folgendes, es gibt keine Probleme, es gibt nur was? Herausforderungen. Und die Herausforderungen, die werden wir bewältigen. Na gut. Das ist eine Herausforderung. Und das ist eine Herausforderung. Und ich sehe auch 5 Lösungsansätze. Die will ich Ihnen auch mitteilen. 5 Lösungsansätze. Erster Lösungsansatz, ich fürchte, der wird auch durchgeführt, ist der, dass man sagt, wir machen gar nichts. Meine, es
ginge sie aus, wissen Sie, wann sich es ausginge? Wenn wir ein starkes Wirtschaftswachstum haben. Wenn wir ein starkes Wirtschaftswachstum haben, dann könnte es sein, dass wir das schultern. Dann schaffen wir das. Aber brauchen wir starkes Wirtschaftswachstum. Ich kann Ihnen auch sagen, wo das starke Wirtschaftswachstum herkommt, wenn es überhaupt herkommt. Von Ihnen. Insbesondere von den Technikern. Dass Sie Dinge erzeugen, wo die Leute sagen, das braucht. Dann geben wir Geld dafür aus. Dann wird Wirtschaftswachstum erzeugt. Sind wirklich, also wirklich, wir haben die größte Hoffnung in Sie. Dass Sie wirklich tolle, interessante, intelligente Produkte erzeugen. Also das ist, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Wirtschaftswachstum so stark ansteigt, dass das Problem damit gelöst ist. Aber die Politiker sind so, wie sie sind. Ich schwöre es Ihnen. Die sagen sich, bei mir in meiner Legislaturperiode mache ich es noch nicht. Denn was ich mache, ist schmerzhaft. Und die zweite Lösung wäre Attacke auf rechts. Eine Hüftoperation ab 70 eher nicht mehr. Ein Rolli ab 80 kommt nicht mehr in Frage. Dann kriegen wir das mit der Lebenserwartung von 120 wieder in den Griff, verstehen Sie? Natürlich sehr bitter. Wird in England durchgeführt. Also Sie kriegen eine Operation als alter Mensch auf Kasse ab einem gewissen Alter nicht mehr. Natürlich, wenn Sie privat versichert sind, können Sie mit 100 auch sagen, ich möchte eine schöne Operation machen. Das geht. Stellen Sie sich das vor. Ist nicht ganz lustig. Außerdem wird es sich schwierig gestalten in unserem Lande. Wissen Sie warum? Weil wir sind die Mehrheit. Die da. Und wir lassen das nicht so. Demografisch. Demokratisch. Verstehen Sie? Sehr schwer. Nächste Lösung. Dritter Lösungsansatz. Attacke auf die. Arbeiten. Tätigen, Erwerbstätigen. Die müssen einfach zahlen. Einfach mehr zahlen. Was auch schwierig ist, wissen Sie warum? Das hat man ausgerechnet. Wenn der Steuersatz, den Sie zahlen, Sie bekommen nicht, wenn Sie angestellt werden, bekommen Sie plötzlich so einen wunderbaren, nach einem Monat Arbeit, bekommen Sie einen Zettel, Gehaltszettel, sind ganz stolz, steht oben 4.000 Euro. 4.000 Euro. Wahnsinn. Haben wir einen tollen Job. Und was wir wieder weiter runter sind, 2.000 Euro. Sagen Sie, wo sind die anderen 2.000 geblieben? Die sind weg. Die nimmt der Staat. Für verschiedenste Dinge. Muss er machen. Muss. Sinnvoll. Aber ab einem gewissen Maß sagt man sich, ich halte es nicht mehr aus. Man hat gerechnet, dass bei 35% Steueraufkommen die Leute beginnen zu sagen, Steuerhinterziehung ist kein Verbrechen mehr. Das ist wirklich wahr. Ja? Dann muss man also weiter prüfen. Das Ganze ist ein blödes Spiel. Also mehr als 50% Steuern, das geht sich wirklich nicht aus. Hat Hollande probiert, zum Beispiel in Frankreich, ist völlig schief gegangen. Frankreich fährt jetzt wirtschaftlich auch gegen die Wand. Völlig verrückt. Also die Attacke darauf ist sehr, sehr schwierig. Insbesondere, wo das Wirtschaftswachstum nicht so da ist. Wenn es da wäre, kein Problem. Vierte Lösung, interessante Lösung. Wir ändern die Kurve. Wissen Sie, bei uns ist die Kurve nämlich ein bisschen blöder. Wissen Sie warum? Weil da ist eine Delle. Das geht erst später rauf und da geht es ziemlich rauf und da geht es langsam runter. Wir haben da eine Delle. Die Delle der Dings. Double income, no kid. Ja, das ist gut. Aber wenn es keine Kinder gibt, gibt es dann später dann keine Leute, die mehr Geld verdienen. Aber wir können die Kurve ändern, nicht? Also, das geht jetzt leider nicht mehr, dass man sagt, Herrschaften, strengt euch jetzt mehr an, mehr Kinder, ist auch lustiger. Das ist nicht der Punkt, weil die Delle bleibt. Die Delle kriegt man nur weg, indem man sagt, wir holen uns Leute. Die kommen ja auch. Nur muss man aufpassen, dass die Leute, die kommen, was machen? Da sorgen, dass da wirklich Geld hineinkommt.
Das heißt, sie müssen ausgebildet werden, sie müssen Österreicher werden wollen, sie müssen für das Land arbeiten wollen, sich hier engagieren wollen. All das muss man erzeugen. Wissen Sie, wer da am meisten gefordert ist? Wieder die Lehrer. Tatsächlich. Das wissen die Politiker noch gar nicht, was sie da sozusagen ihnen aufbürden werden. Es muss wirklich kommen. Muss. Möglich. Fünfte Lösung. Chance. Wenn ich von 60 auf 70 gehe, halbiert sich das Problem. Sehen Sie das? Also wenn ich später in Pension gehe, halbiert sich das Problem. In 10 Jahren. Wenn Sie sagen, naja gut, das ist ganz schön, also ein Universitätsprofessor kann sich ja leisten, mit 70 in Pension zu gehen, war früher auch der Fall. Aber was macht der Dachdecker? Der kann ja mit 70 nicht mehr umhören gehen. Nicht? Da muss man für solche Leute, muss man für die Alten, ich sage jetzt nicht die Senioren, weil das ist alles so verlogen, für die Alten, die noch nicht sehr alt sind, muss man dann Arbeitsmöglichkeiten und Verdienstmöglichkeiten schaffen. Da ist das Problem aber wirklich gut weg. Muss man sich auch überlegen, was man da tun kann. Das sind Sie gefordert, Sie sind politisch sozusagen darin involviert. Es ist Ihre Zukunft. Das da hier, dieses Beispiel hier, ist Ihre Zukunft. Hilft nichts. Ich meine, dass Sie Pension bekommen, aber wir haben es auch gleich mit 80 schon noch, nicht? Glauben Sie mir, warum hat man gesagt, man macht mit 65 Pensionsantritt? Wissen Sie, warum man das gesagt hat? Das war so in den späten 40er Jahren, 50er Jahren. Wissen Sie, warum man es gesagt hat? Weil man gesagt hat, naja, die 15 Jahre noch für einen Ortsbesuch, da soll er was bekommen. 15 Jahre ungefähr war man damals in Pension. Höchstens. Jetzt, wenn Sie in Pension gehen, selbst mit 60, haben Sie wirklich noch ein. Da gehen Sie auf den Golfplatz. Ja? Da fangen Sie ein neues Leben an. Da beginnt man ja noch richtig sozusagen alles zu genießen. Ganz was anderes. Also das ist wohl sinnvoll, dass man sagt, wir fangen später an. Aber wissen Sie, wer das allein entscheiden kann? Das entscheidet alles, wie man sagt in der Demokratie, der Souverän. Der Souverän. Wissen Sie, wer der Souverän ist, der in diesem Lande entscheidet? Das ist das sogenannte Volk. Also auf Deutsch, das sind Sie. So, wenn Sie sagen, ja, wir sind so eine kleine Minderheit, wir kriegen das nicht hin. Sie sind eine entscheidende Minderheit, wenn Sie wissen, worum es sich handelt, und der andere erkennt, worauf es ankommt. Man kann es Ihnen nur erklären, Ihnen nur sagen, Herrschaften, es kommen auf uns wirklich interessanteste Zeiten zu. Wenn ein Chinese einen anderen gar nicht mag, sagt er zu dem anderen, ich wünsche dir interessante Zeiten. Und sie kommen wirklich auf uns zu. Und das zu bewältigen, ich meine, wissen Sie, hat auch einen gewissen Vorteil. Wenn man in Biedermeier lebt und nur in Biedermeier lebt, ist das Leben auch ein bisschen fad. Ja? Es soll schon eine gewisse Würze da sein. Und diese Würze werden Sie also mehr als genügend, also sozusagen jetzt auf sich nehmen dürfen. Aber machen Sie sich nichts draus. Wissen Sie, was das Wesentliche ist? Dass Sie hier, jetzt, wo Sie hier in der Schule sind, Sie haben wirklich noch die letzten Chancen hier in der Schule, Sie nutzen die Lehrer, die da sind, aus, bis aufs Geld nicht mehr. Die sollen Ihnen alles beibringen, was man Ihnen beibringen kann. Wirklich. Alles. Ja? Dann, wenn die Ihnen das beigebracht haben, können Sie rausgehen nach der Matura, können Sie sagen, I'm the master of the universe. Ja, wirklich. Sie müssen rausgehen und müssen wissen, ich kann jetzt wirklich was. Ich bin wirklich gut. Wie ich so alt war wie Sie, kann man sich nicht vorstellen. Wie ich so alt war wie Sie, ist gekommen, in die 7., 8. Klasse damals, der Administrator, und hat gesagt, meine Herren, wir waren damals eine reine Bubenklasse, meine Herren, da draußen warten ein paar Leute von den Banken und von den Sparkassen, die wollten gerne Sie anstellen wollen, nach der Matura, Sie bekommen sofort Anstellung, Sie bekommen sofort eine gute Bezahlung, Sie bekommen sofort 16 Monatsgeld, das 16 Monatsgeld, das ist Wahnsinn. Sie haben also angenehme Freizeit, Sie haben ein tolles Betriebsklima, Sie haben eine sichere Position, Sie haben einen unglaublich guten Pensionsvorschuss. Natürlich haben wir alle studiert, wir waren ja, aber wir hätten sofort Geld verdienen können, und zwar wirklich viel. Die haben gewartet auf uns. Ich schwöre es Ihnen, wenn Sie jetzt rausgehen, wartet niemand.
Wissen Sie, was Sie machen müssen? Sie müssen sagen, ah, da bin ich. Ich kann, ich will zeigen, dass ich was bringe. Das ist wirklich wichtig. Wissen Sie, warum es für mich so wahnsinnig wichtig ist? Weil wenn Sie alle das so machen, wie ich es Ihnen gesagt habe, dann zahlen Sie mir meine Pension und ich bin Ihnen sehr vielmals dankbar dafür. Also ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Dankeschön. Das darf ich nicht vergessen, das muss wirklich aufgetragen werden. Die Tatsache, dass ich zu Ihnen sprechen durfte, verdanken wir der Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Und ich komme hier, weil ich sozusagen ein Bote bin des sogenannten Math Space, der in Wien im Museumsquartier versucht, Mathematik als kulturelle Errungenschaft den Menschen beizubringen. Und wenn Sie irgendwann einmal in YouTube hineinschauen und Math Space eintippen in YouTube, ich weiß nicht, ob man mit dem Punkt oder ohne Punkt, ist mir egal, da finden Sie andere Vorträge von mir, die sind vielleicht auch mathematischer oder nicht so depressiv oder sowas ähnliches. Die können Sie sich dann anschauen. Aber die Tatsache, dass ich hier in Ips sein durfte bei Ihnen, Sie dürfen mir glauben, hier im Vergleich zu Wien sind Sie im Paradies. Glauben Sie mir, Sie sind im Paradies. Was Lernen, Lehrer anlangt und was auch die Möglichkeiten der Suche anlangt, Sie sind im Paradies. Nützen Sie das aus, nützen Sie das aus. Ich wünsche Ihnen alles Gute dazu. Danke Ihnen. Des Schulzentrums bedanke ich mich recht herzlich und der Herr Professor gab in der Umgebung auch etwas Vorträge in Wieselburg und so weiter. Ja, ja. Wenn ihr da mal folgen wollt, dann können wir da gerne Auskunft geben. Die Kollegin Höfinger vielleicht bleibt. Gut, danke sehr.